Ja, hallo Messerfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Messervideo. Der Hillbilly war ja Powershoppen und hat sich wieder mal ein paar Messerchen gegönnt. Und ja, war alles nicht einmal so teuer, ne? Die Kalaschnikow im Ausverkauf für 28 Euro und für, was war es, 68 Euro den Kaiserbegleiter, ne? So ein super coole EDC-Taschenmesser für, sage ich mal, noch hier den super schmalen und hier noch für den bezahlbaren Geldbeutel. Aber die habe ich mir ja gekauft bei der Expedition Company vom Bastian, und der hat mir noch was dazugelegt, ausgeliehen zum Vorstellen und einfach mal in die Kamera halten. Sowas mache ich natürlich immer gerne, wenn ich jedes Modell selber kaufen muss. Vor allem so Modelle, die du gerade nicht auf dem Schirm hast, ne? Wo du wahrscheinlich sonst nie in die Finger kriegen würdest, wo aber doch immer wieder mal erstaunlich sind. Da hat er mir einfach mal das neue Böker Plus Caracal dazugelegt, der Caracal Folder. Ne? Designer von dem Teil ist der Boris Manascherow. Hat mir jetzt auch noch nichts gesagt. Ne? Kommt hier in den Böker Plus typischen Schachteln. Und wenn man das Ding rausnimmt, dann merkst du gleich, hola die Waldfee, du, das ist aber ganz ordentlich verarbeitet, nicht gerade an Material gespart, aber sehr angenehmes G10, fett rausstehender Flipper. Und mein erster Gedanke war natürlich, wie gut flippt das Teil. Nämlich meine beiden letzten Flipper waren keine Flipper, sondern ich sagte immer, das sind dann Fingerguards. Ne? Das Muela, cooler taktischer Spanier, aber ja, was selten ist, aber flippt aber auch nicht. Und ja, das Dendra, auch ein super Teil mit massigen großen Griff, was für jemand mit riesen Pranken, der ein super stabiles, ultra großes D2 Kampf-Survival-Überlebens-Holzmachermesser will, mit einem super Fingerguard, das aber auch nicht so der Wahnsinns-Weltmeister-Flipper war. Aber dann machst du das Ding hier auf und denkst, oh, hallo, ist das ein Assistant? Nee, aber wenn man hier reinguckt, sieht man so das Kugellager, ne? Hat ein bisschen große Spaltmaße, ne? Denn man kann hier das Kugellager gut erkennen, weil sich irgendwas einfangen kann. Aber hier drin siehst du schön so die kleinen Kügelchen, ne? Weiß nicht, ob die jetzt dann ein Käfigkugellager sind, ob die offen sind, drin sind, aber wisst ihr was, ich will es nicht auseinanderschrauben, weil das Ding gehört nicht mir. Und so wie ich der Feinmechaniker bin, schraube ich das Ding auseinander, fällt mir aus den Händen und alle 78 Kugeln verteilen sich im Wohnzimmer. Viel Spaß beim Suchen. Ihr seht da gleich die skelettierten Platinen. Bisschen Gewicht sparen, sonst wäre das wirklich schwer. Aber das Ding läuft hier vielleicht, ne? Und wie das läuft, ne? Ja, das fällt sogar. Und ich hatte ja vor einer Weile das Tor da von Real Steel, wo ich wirklich gesagt habe, mein Gott, das ist ein Flipper. Aber also es ist jetzt schade, dass ich kein Tor da habe. Ich würde jetzt gern den direkten Vergleich in der Hand haben. Und ich würde fast, ist jetzt schwierig zu sagen, es ist jetzt halt mein Eindruck, dass das Kugellager hier in diesem Caracal aber sowas von gut läuft und geschmeidig. Ne? Das ist hier aus der Schachtel, an dem Ding habe ich nicht rumgeschraubt oder rumgespielt. Ne? Gott behüte, das ist nicht meins. Da werde ich nicht dran rumschrauben. Das Ding kommt so aus der Schachtel und das läuft sowas von. Also, bisher war ja so in, sage ich mal, dieser unter 100 Euro Klasse Flipper, habe ich echt so gedacht, dass Real Steel Tor. Aber das ist ja so, du nimmst so ein Messer aus der Schachtel und denkst, boah, Hammer, du musst es ja gleich irgendwie so einklassifizieren, so, ne? Gehört das zu den Top-Teilen in der Preisklasse oder sagst du, ja, gutes Mittelfeld, oder sagst du, krieg ins Klo? Und das ist schon, ne? Wie das läuft. Und das ist mal ein Flipper, ne? Ein Flipper muss halt entsprechend groß sein, damit du da ordentlich Kraft drauf kriegst. Und da ist es egal, ob du den von hinten anschiebst. Er ist wunderbar schön gerundet. Du hast wirklich Platz dahinter mit dem Finger. Du kannst auch hier gegen die nach unten. Das Ding geht ab wie Rakete. Du kannst von hinten schieben. Du kannst aber auch von oben mit Druck aufbauen und springen lassen. Das ist ein Flipper. Das macht nur noch Spaß. Ne? Hier ist zwar noch ein Daumendurchbruch. Wenn man hier so ein Daumenloch, wo man auch rein könnte, man hat ja noch eine tiefe Rille, ne? Kann so schön hinten und so, hinten und vorne aufmachen. Läuft natürlich auch super, aber so ein Flipper macht natürlich super Spaß zu flippern. Und da brauchst du wirklich nicht viel Kraft, das ist einfach nur, da drückst du drauf und das Ding springt auf. Also
Schade, dass ich jetzt kein Tor da hätte. Das wäre ein geiles Kopf-an-Kopf-Rennen und das würde super haarscharf ausgehen. Mit, sage ich mal, dem besten unter 100-Euro-Flipper. Also entweder wäre das Tor auf Platz 1 und mit 1% dahinter das hier oder andersrum, ne? Also da würde ich jetzt kein Taschenmesser drauf verwetten müssen, was hier besser flippt, aber das sind beides, muss ich sagen, so, was ich in den letzten Monaten als Serienmesser hier auf dem Tisch hatte zum Flippen, da gehört das auf jeden Fall in die Top 5 Liste oder in die Top 3 sogar, obwohl mir, ich wüsste jetzt gar nicht, was Platz 3 wäre. Ne? Also das Tor, das war wirklich ein erstaunlich guter Flipper. Hier ist wahrscheinlich die Klinge noch ein bisschen schwerer, aber das gehört auch mit Sicherheit zu den Top-Flippern in dieser Preisklasse, ne, für 81 Euro. Okay, aber lassen wir jetzt das mal mit dem Flipper. Ne? Also ihr könnt mir glauben, das Ding flippt echt geil. Wir haben eine super schöne Stonewash-Finish hier drauf. Das hier sieht auch, ne, schön Stilelement, Klingendurchbruch. Ne, wer es mal hier öffnen will, auch okay, geht prima. Wir haben Gott sei Dank keinen großen Fingerchoil, dass wir hier irgendwie brutalst Schneide folieren würden, sondern einfach kleine Schleifkerbe. Hier sieht man ein Buchstaben und eine Zahl, was mir sehr gut gefällt. Da steht nämlich D2. Ich hoffe, man kann es lesen. Und D2-Stahl finde ich persönlich einfach gut, weil da habe ich echt positive Erfahrungen mit gemacht. Das Zeug ist einfach super zäh, super belastbar. Das hält die Schärfe. Da bricht nichts aus, da bricht nichts ab. Und wenn da die Wärmebehandlung stimmt von einem geilen D2, das Ding kannst du quälen. Das macht dem gar nichts. Die Handlage ist cool. Hier vorne die Mulde ist natürlich eine Fingergeschichte. Wäre natürlich... Branken hat wie Klodeckel, hat zwar genug Platz an dem Griff, aber bei dem reichen vielleicht nicht beide Finger hier vorne rein. Da ist dann der zweite Finger vielleicht hier direkt auf der Kante. Ne? Also ich sag mal, für Handschuhgröße 9 passen beide super Finger hier vorne rein. Ne? Wenn jemand mit wirklich großen Branken verteilt sich es vielleicht und er ist vielleicht direkt auf der Kante, ne? Oder dahinter. Ne? Ist natürlich schwierig. 9 und 10 würde ich mal sagen, passt die Mulde vorne super. Aber von den, ihr seht ja, ich kriege hier noch locker noch einen Daumen hinten dran, also das kannst du auch wirklich vor große Pranken nehmen, dieses Messer. Einziger Kritikpunkt, was man so fühlt, wenn man es in die Hand nimmt, der Clip steht hier hinten echt verdammt weit ab und den spürst du halt ein bisschen in der Hand. Ne? Den merkst du jetzt halt wirklich, während es Clip-Designs gibt, die fast ganz verschwinden. Bei mir geht es noch fast, ich halte ihn ja nicht mehr ganz hinten, wenn ich nach vorne greife. Aber wenn ich so ein bisschen weiter nach hinten gehe, wenn ich denke, ich hätte noch zwei Handschuhgrößen mehr und würden weiter hintergreifen, da machst du so ein bisschen diese sehr angenehm geformten G10-Griffschalen, die sich wirklich angenehm in die Hand geschmeidig in die Hand legen, da ein bisschen das Feeling kaputt, weil hier hinten der ein bisschen kantig weit raussteht, der Clip, ne? Hier hinten, ne? Also der hätte der vielleicht einen Millimeter kürzer oder ein bisschen gerundet sein können, ne? Ich denke mal, von der großen Hand, wenn man jetzt schnitzen würde, kräftig zupacken würde, den würdest du sparen. Aber er ist nicht scharfkantig, es ist ja wirklich auch alles schön gerundet bei den Modellen. Aber man spürt halt, dass es da ein bisschen drückt, ne? Das würde ich so sagen, das ist vielleicht noch ganz leicht verbesserungswürdig. Oder ja, gut, das ist Jammern auf hohem Niveau, ne? Ich greife ihn ja weiter vorne, da ist die Handlage perfekt. Was ich mal schön finde in dem Fall, hier ist das Lanyard Hole mal hinten ausgeführt an einer Verlängerung vom Backspacer, der hier super schön eingepasst ist. Und das Ding kannst du mit Sicherheit auch irgendwie so als Glassbreaker vielleicht sogar verwenden, weil es läuft, ist zwar hier noch gerundet, läuft doch aber sehr spitz und stabil zu. Und ja, da passt dann auch gut ein Lanyard Hole rein. Ich finde sowas sogar fast schöner, wie wenn hier immer irgendwie die Griffschalen doppelt durchbrochen sind, ist das eine schöne Geschichte. Vor allem, weil das hier so ein schön eingepasster Backspacer ist, der hier hinten eben so schön nicht ganz spitz zuläuft, aber trotzdem, na, das ist vielleicht auch eine interessante Druckgeschichte-Sache, ne, wer so ein Messer eben auch so verwendet, ne, so Kobutan-mäßig ist das eine schöne Ecke, ne, ein schöner Meinungsverstärker, Druckverstärker. Ne. Sonst die Verarbeitung wirklich klasse. Drei kleine Torx-Schrauben hier, drei kleine Torx-Schrauben da. Hier haben wir einen schönen Abschluss drauf, hier haben wir auch wieder einen kleinen Torx drin. Schraube aber ordentlich zum Design passend von der Größe her, wirklich feine Geschichte. Hier haben wir so ein Logo drauf, sieht recht cool aus, ist auch nicht so riesengroß gemacht. Messer kam sauscharf. Hier drüben natürlich noch das Böker Plus Logo. Gott sei Dank ein bisschen dezent und dank Stonewash eigentlich nur noch im richtigen Licht ein Fall zu sehen. So lasse ich mir das gefallen, Logos. Ne? Sie sind einfach nicht mehr so riesengroß auf der Klinge drauf. Wir haben hier noch eine Seriennummer, ist hier noch drin. Wir haben hier die... Naja, egal wie rum man es liest, so rum haben wir die 9600, aber ich denke mal, die Nuller sind vorne, ist ja ganz neu rausgekommen. Da haben wir die 96, ne? Also egal, warum man es sieht.
0096, also brandneu das Teil. Und ja, wer hier so eine schöne massige Klinge sucht, die auch noch ein bisschen schön breit ist, ne, dann kannst du dir auch mal schöne Stulle schmieren. Feine Geschichte. Was haben wir denn hier sogar? Das ist ein Flachschliff, ne? Ja, spürt man eigentlich auf jeden Fall keine Mulle, ne? Ausreichend robust, die Spitze läuft nicht super filigran zusammen, also da brauchst du nicht gleich Angst haben, wenn du mal ein bisschen ins Holz gehst, dass hier vielleicht die Spitze abbricht. Ne? Außerdem hier haben wir hier D2, das ist eh super zäh das Zeug. Wir haben schön gerundete Kanten, das gefällt mir einfach. Drin echt massiv, hier sind 5 Bohrungen da drüben, 4 kleine. Das haben die wahrscheinlich schon machen müssen, um hier ein bisschen das zu bringen. Fangen wir doch mit dem da gleich nochmal an. Das ist natürlich schon ein Hobel, wenn wir hier 108 denken vom Begleiter. Und hier haben wir 165. Ja, das ist schon eine Hausnummer. Ne? Das ist kein Fliegengewicht mehr, aber ist natürlich eher was für Freunde der wirklich robusten Taschenmesser. Genau, 3,5 mm Klinge. Ist super, darf gar nicht mehr sein an einem Taschenmesser. Ne? Was willst du hier, solche Riesenbrocken? Wir haben hier schon wieder 8,9 mm an die kürzeste Stelle. Das scheint irgendwie so eine Standardklingenlänge zu sein. Jetzt, wo messen wir bis hier runter? Wenn wir hier von der Spitze bis zum letzten Ende der Schneide rechnen, haben wir 9,05. Ne? Also wir haben ein bisschen über den 9, aber es reicht noch nicht ganz auf 91 mm Klinge. Also so knappe 91 mm. Hier 89, hier hoch 90 mm. Tja, bis hier runter eine Griffschale 10 cm. Also, pff, wo misst man so eine Klinge? Ne? Ja, das ist eine 9 cm Klinge. Ja. Und natürlich haben wir hier hinten, geht es natürlich weit hinten raus, haben wir 21,4 cm. Der Griff hört hier auf bei 20,5, aber es geht natürlich noch ein Stückchen weit hinten raus. Ne? Gerade noch die Platinen, das sind auch nicht gerade schwach auf der Brust. Ne? Ja, 1,6 mm Platin, die vorriegeln ganz ordentlich, da wollen wir nicht Angst haben, dass hier gleich irgendwas nachgibt, wenn man hier mal ein bisschen brutaler zur Sache geht. Klingenstand, würde ich sagen fast mittig, ganz klein bisschen, trifft er da von euch aus gesehen nach links, minimal, Flipper, kriegt eine 1+, Fallen tut er auch, ne, für Freunde fallender Klingen. Ne. Bam, den brauchst du nur einen winzig kleinen Schwung mitgeben und das Ding ist drin. Ja, also muss sagen, da ist die Qualität von Böker Plus bei so manchen Modellen wirklich extrem angezogen. Und das hier spielt absolut auf super Niveau. Ne. Also das ist... Gut, Böker Plus Serie wird auch irgendwo in Asien hergestellt, ne? Also da würde mich nicht wundern, wenn sowas auch von einem aus der gleichen Fabrik kommt wie vielleicht die Real Steel Modelle, ne? Die ja auch wirklich sehr hohen Qualitätsstandard inzwischen haben, wobei ich aber hier sagen muss, fast noch so das Stonewash, das ganze Gerundete, das fühlt sich schon verdammt gut an. Wir haben auch kein Spiel vom Detent, ne? Also der hält wirklich Bombe, da geht nichts, ne? Wenn man dran rumwackelt. Also würde ich schon ein bisschen der Nasenlänge vorne vorm Tor und auch vorm Real Steel H6 platzieren. Auch vorm, wie hieß das letzte, das ganz große Ding, des Eagle. Das ist schon... Oh, Basti, war eine gute Idee, mir das Ding mal einzupacken. Denn das Teil ist es echt wert, vorgestellt zu werden. Vor allem noch in dieser Preisklasse. Ne? Wenn man mal sieht, wohin momentan die Messer wandern, dann musst du dir ja stellenweise an den Kopf langen. Ne? Mit was für Geschwindigkeit die Preise steigen, da musst du echt zugreifen, wenn die Dinger neu rauskommen und sie noch frisch am Markt sind. Ne? Kann natürlich manchmal auch ein Griff ins Klo sein bei dem einen oder anderen Messer, aber bei dem ist es mit Sicherheit kein Griff ins Klo. Denn für 81 Euro kriegst du hier wirklich ein top verarbeitetes Böker Plus Messer. D2, G10, ein Haufen Stahl noch dran. Und natürlich, wer Flipper steht, Kugellager, geile Geschichte, ne? Fallende Klinge. Ganz angenehmes Design, gute Handlage, ich sage mal vor Handschuhgröße 9, 10, perfekt. Größer, dann müsst ihr gucken hier mit der Ecke.
Ganz groß auch wieder okay. Ich denke mal, so Handschuhgröße 11 wird vielleicht genauso mitten sein. Aber ja, das geht auch. Ich meine, das ist ja keine scharfkantigen Ecken. Ne? Hier ist auch nochmal eine kleine Mulde drin. Das passt sich schon mit Sicherheit jeder Handgröße an. Ich denke mal, wenn das der Boris designt hat, wird er mit Sicherheit auch das ein paar Leute in die Hand gedrückt haben, die auch größere Hände haben. Ne? Ja, der Boris hat da schon ein gutes Design abgeliefert. Gefällt mir. So, jetzt aber genug gequatscht. Wollte ich einmal mal kurz in die Kamera halten, bevor ich das jetzt wieder einpacken muss. Und dann geht das wieder mit der nächsten Lieferung mal zum Basti zurück, ne? Denn ich denke, der wird die im Shop brauchen. Denn wenn sich das Modell nicht gut verkauft, zu dem Preis momentan, wer auf einem schweren Flipper steht, mit unverwüschlichem Klingenstahl, tja, dann weiß ich auch nicht. Böker Plus Caracal Folder. Ich sage danke fürs Ausleihen, danke fürs Reinzeppen, danke fürs Bewerten, Kommentieren. Immer schön Taschenmesser einstecken. Basti hat aber auch noch andere schöne Messer im Programm. Und wer sich beeilt, ne, kann vielleicht noch was Gutes hier im Ausverkauf abstauben oder bei der Neueinführung noch günstig was ergattern. Okay, ciao.